Charttechnik kann so schön sein, es ist zu schön, um wahr zu sein. Deshalb habe ich gedacht, ich muss heute unbedingt noch mal einmal den Chart zeigen. Morgen gibt es dann wieder mal Gesichter zu sehen, aber ich denke mal, wir sollten da mal drauf gucken, denn es ist einerseits eine wunderschöne Voraussetzung vielleicht für das, was uns heute und in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Wochen bevorsteht. Ich will da noch nicht zu sehr schwärmen, aber die Chancen sind nicht ganz schlecht, dass es ganz positiv aktuell aussieht. Aber eben auch ein gutes Lehrbeispiel ist also für all diejenigen, die nicht alleine an einer tollen Idee interessiert sind, wo soll ich ihn jetzt hier kaufen, wo steht das Klavier, sondern für diejenigen, die sagen, ich will auch verstehen, warum etwas ist und deshalb brauche ich mehr Input. So, und das wollen wir uns mal angucken. Der DAX tatsächlich, er ist ja noch weiter nach unten gegangen. Wir sehen das hier in dieser Abwärtsbewegung tatsächlich, aber wir werden das hier im Tageschart, das ist der Index wohlgemerkt, sind wir so auf die Unterseite des Trendkanals nochmal angekommen. Damit auch ein bisschen oberhalb noch eigentlich eine Idee zu früh. Aber man kann schon sagen, im Wirkungsbereich dieser Unterstützung, die wir auch schon mehrmals hier angesprochen haben, 38er Fibo-Linie, da clustert es ein bisschen, sogar andere Levels, wenn man hier alte Rücksätze sich nochmal anguckt. Hier ist er zurückgekommen und man erahnt es, wer die Kerzen schon ein bisschen kennt, im Moment sieht es danach aus, als ob der heutige Tag einen Hammer ausbildet. Wenn Sie jetzt sagen, das ist ja ein Hammerkurs, das ist eine Candlestick-Formation und sieht ziemlich genau so aus. Ganz kleiner Körper, langer Tail auf der Unterseite. Noch ist es ein bisschen zu früh, um hier zu schwärmen, denn die Kerze ist dann erst wirklich gültig, wenn der Tag auch wirklich rum ist. Das heißt, jetzt wäre das vorauseilende Gehorsam davon auszugehen, dass das schon ein Hammer wird. Wäre aber zumindest mal eine Indikation, hey, der Kurs dreht und damit hätten wir mehrere Bedingungen erfüllt, nämlich in Trendrichtung, okay, geht's nach oben, gegen Trendrichtung nach unten, wackelig im Trendkanal, Unterstützungsniveau und nochmal eine Kerzenformation. Wie gesagt, noch ein bisschen zu früh, aber zumindest schon mal die Erahnung, was da passiert. Aber wollen wir nicht alleine von der Tageskerze, die noch nicht fertig ist, hier sprechen, sondern gucken wir mal, wie sieht es im Intraday-Chart aus? Und da sehen wir beim DAX 15 Minuten schon einen tollen Anstieg. Der sieht sehr impulsiv aus. Das ist eigentlich das, was der Markt gerne macht. Und jetzt machen wir den Sprung über den Atlantik und gucken uns mal den Dow Jones an und oder den Nasdaq. Wir werden auf beide gleich nochmal gucken. Und dann sehen wir, auch hier haben wir diesen deutlichen Anstieg. Und es ist einfach traumhaft. Gucken wir uns das mal an. Wir haben einen Schub nach oben und danach haben wir was? Den Klassiker, eine Korrektur nach unten. Das sieht immer ähnlich aus. Danach haben wir den nächsten Schub und was haben wir? Im Moment wieder eine Korrektur nach unten. So sieht es zumindest mal jetzt aus. Und dementsprechend haben wir eigentlich eine ganz gute Erwartung, dass es nochmal in welche Richtung gehen sollte. Naja, in die eigentliche Schubrichtung. Das ist kein Gesetz. Der Markt kann nach unten wegbrechen. Wir hatten das gestern, na, ich wollte es eigentlich anders zeichnen, machen wir es lieber so. Wir hatten das gestern auch beim DAX gesehen. Da sah das ein bisschen ähnlich aus. Und der Kurs ist eben nicht nach oben gegangen, wie das, was ich gleich erzählen werde. Soll uns als Händler aber nicht so sehr stören, denn für uns zählt ja immer auch nochmal die Triggerüberlegung. Das heißt, ich möchte, dass der Kurs dann auch irgendwelche Zwischenhoch triggert. Das heißt, über irgendwelche Marken, die relevant sind, hier nochmal drüber hinauskommt. Da kann man etwas dezenter nehmen. Letzte Tief, vorletzte Tief und dann das. Oder aber hier auch sehr aggressiv, wenn die auf gleicher Höhe sind, hier sozusagen, um dann zu sagen, da kann ich hier schon einsteigen. Ist aggressiv, ist sehr früh in den Markt rein, aber gibt halt eine schöne Chance Risikorelation mit Erwartungshaltung, dass wir zumindest da drüber hinaus nochmal kommen und ein bisschen eine Chance haben, dass es da noch ein bisschen nach oben eben geht. Wenn Sie jetzt sagen, wie kommt der Kerl dazu, dann wechseln wir mal dazu auf den Nasdaq. Da haben wir grundsätzlich natürlich das gleiche Bild, aber da habe ich links hier schon was stehen. Ich gehe mal hier auf den 5-Minuten-Chart, dann fällt mir das ein bisschen leichter von der Zeichnung. Und jetzt male ich mal hier was ein, was eigentlich so ein Klassiker ist, nämlich hier eine erste Bewegung hoch, die nächste Bewegung war nach unten. Dann kam noch mal eine Bewegung hoch und jetzt, da weiß ich noch nicht, wo die zu Ende ist. Aber anschließend hätte ich noch eine 5, die muss ich ja noch irgendwo hinbringen. Die müsste dann entsprechend in Bewegungsrichtung wieder gehen, sprich also nach oben. Und bei entsprechend guten Aussichten, dass der Markt mindestens noch einmal nach oben geht. Und damit, so idealtypisch wie das hier aussieht, sind wir genau mit dem, was der Markt so gerne macht. 1, 2, 3, 4, 5 oder hier intern 1, 2, 3, 4, 5. Das sehen wir immer, immer wieder im ganz großen Bild, hier im 4-Stunden-Chart. Das sehen wir hier in diesem kleinen Bereich, im Stunden-Chart, hier im 5-Minuten- oder Minuten-Chart, also auf kleinen Ebenen ebenfalls. So, also die Chance ist da, dass wenn wir getriggert werden, das hatte ich eben erklärt auf dem anderen Chart, hier nochmal einmal die Fortsetzung nach oben auch tatsächlich hinbekommen.
Ja, also die Chancen sind gar nicht so schlecht. Und was würden wir dann erwarten? Denn ich muss gestehen, diesen Fitzel, den trade ich normalerweise nicht gerne. Manchmal ist die fünfte Welle sehr lang, wie wir das hier sehen. Aber manchmal ist sie eben auch nicht mehr so arg lang und dann steigt man für so ein paar Punkte ein. Ich persönlich mache das eher nicht. Aber wer ein bisschen aggressiver vorgeht, kann sowas natürlich mit einem engen Trailing Stop durchaus probieren. Was ich aber wieder total sexy finde, ist, wenn wir anschließend eine klassische Korrektur kriegen. Und wir haben das hier im größeren Bild, Rücksetzer 38 bis 68, idealerweise 50 bis 61,8. Ja, genau das Gleiche würde uns doch hier ebenfalls blühen. Ich male es ein bisschen zu früh, weil ich weiß ja noch nicht, wo die fünfte hinkommt. Deshalb die Werte, die hier sind, jetzt nicht ernst nehmen, sondern nur das Verfahren. Das ist ja noch geraten, wie hoch das hier geht. Solange ich das Tief hier nicht habe, kann ich die 5 nicht abschätzen. Das Tief muss ich jetzt hier erst nochmal zeigen. Und erst dann kann ich dann den Rest machen. Aber wenn wir das hätten, dann hätten wir doch wieder unser klassisches Bild. So ähnlich wie hier. Schub hoch, wackelig runter. Genauso im Großen. Hier Schub und wackelig runter. Genauso im ganz Großen. Schub hoch, wackelig runter. Um dann eben als nächstes die Aufwärtsbewegung dann hier entsprechend mitzunehmen. Sprich, dann hier sowas, was wir hier vorne hatten, mindestens nochmal zu erwarten. Ich kann es gar nicht hier richtig einzeichnen. Mit Chancen, dass das sogar noch viel, viel länger geht. Also, dass wir hier noch Platz auch nach oben in der Verlängerung haben. Die Ziele sind jetzt reingeraten. Das hängt noch von vielen Faktoren ab. Es geht mir eher um die Bewegungsrichtung und das mögliche Potenzial, dass wir hier in diese Kiste sogar noch mal ein klein bisschen weiter reinkommen. Es sieht also im Moment gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, dass diese charttechnische Idee ein bisschen das Feingespür für die Bewegung noch mal mitbringt und vielleicht eine Idee für heute Nachmittag. Ich drücke auf jeden Fall meine beiden Daumen, dass das heute noch klappt. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal.